Auch wenn das Insolvenzverfahren bereits läuft, geht der Betrieb in den bestehenden Galeria-Filialen zunächst normal weiter, so wie hier in Köln. Bei den Beschäftigten herrscht aber große Unsicherheit. Sie erleben das dritte Insolvenzverfahren innerhalb weniger Jahre. In der Vergangenheit gab es immer wieder Filialschließungen. Und das ist natürlich die Angst um einen Arbeitsplatz für die Familien und für die Beschäftigten. Die Hoffnungen ruhen nun auf einem möglichen neuen Investor. Man habe das ganze Osterwochenende durchverhandelt, so der Insolvenzverwalter, mit zwei potenziellen Käufern. Unser Ziel ist es, dass wir in der nächsten Woche beurkunden und in der nächsten Woche dann auch kommunizieren, wer der zwei Kandidaten den Zuschlag erhalten hat. Zurzeit hat Galeria Karstadt Kaufhof Standorte in zahlreichen deutschen Städten mit insgesamt 12.800 Mitarbeitern in 92 Filialen. Mindestens 60 davon sollen nach Angaben des Insolvenzverwalters verkauft werden, würden also erhalten bleiben. Die Warenhäuser in Premiumlagen großer Städte seien bei Investoren begehrt, sagt Handelsexperte Jörg Funder. In mittelgroßen Städten mit weniger Publikumsverkehr sei das aber nicht der Fall. Und aus diesem Grund heraus gibt es mehr dieser unattraktiven Filialen und wenige der attraktiven Flächen. Deswegen scheint mir die Anzahl 60 Filialen, die in Summe zu veräußern sind, tatsächlich sehr hochgegriffen. Die beiden potenziellen Käufer verfügten über Erfahrung im deutschen Einzelhandel, so der Insolvenzverwalter. Für ihn ein Zeichen dafür, dass sie es ernst meinen mit der Rettung von Galeria.